Also es ist so, wie Hans-Peter Dörr sagte, dass alles mit allem irgendwie miteinander ist, alles mit allem verbunden ist. Denk mal drüber nach. Egal welchen Standpunkt du einnimmst, ob du Wissenschaftler denkst, bist oder ob du Gläubiger bist, eine Religion oder was auch immer, das ist alles miteinander, koexistiert alles in dieser Welt nebeneinander, Religion und Wissenschaft. Ist existiert beides in dieser Welt und es ist nicht so, dass es etwas ganz Unterschiedliches ist. Wir sehen also der Glaube des Menschen an etwas. Da sehen wir, so funktioniert das also, wie das miteinander verbunden ist, durch den Glauben. Der eine glaubt an das, der andere an das, aber es koexistiert nebeneinander und ist deswegen auf jeden Fall miteinander auch verbunden. Alles ist miteinander verbunden. Man sollte es als ein Ganzes sehen. Ja, ein Ganzes, die Welt, wir sind alle dasselbe und man kann jeden Menschen mit seinem Glauben akzeptieren. Ich kann das, wenn derjenige nicht gewalttätig ist, ja, und keine Scheiße labert, dann können die Leute von mir denken und glauben, was sie wollen. Ich habe auch meinen Weg gefunden. Und Wissenschaft und Religion ist nicht etwas vollkommen Unterschiedliches, sondern nur eine andere Sichtweise. Wenn du es genau nimmst und unparteiisch dir das anguckst, siehst du nur, dass beide eine verschiedene Meinung da haben. Aber die existieren beide.